Wacht bei Hand ich los. Da sah er eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ross. Sie saß auf einem weißen Ross, die Mähne war geflochten. Hell an jeder Flechte hing ein silberblankes Glöckelein. Ein silberblankes Glöckelein. Und Tom, der Reimer, zog den Hut und fiel aufs Knie. Er grüßt und spricht. Königin, du bist von dieser Erde nicht. Du bist von dieser Erde nicht. Die blonde Frau fällt an ihr Ross. Ich will dir sagen, wer ich bin. Ich bin die Himmelsjungfrau nicht. Ich bin die Elfenkönigin. Nimm deine Harf, spiel und sing und lass dein bestes Lied erschallen. Doch wenn du meine Lippen küsst, bist du mir 7 Jahre verfallen. Ja, o Königin, zu dienen dir, es schreckt mich kaum. Er küsste sie, sie küsste ihn. Ein Vogelsang im Eschenbaum. Ein Vogelsang im Eschenbaum. Nun bist du mein. Nun sieh mit mir, nun bist du mein, auf 7 Jahre. Nun bist du mein, auf 7 Jahre. Sie ritten durch den grünen Wald, wie glücklich da der Reimer war. Wie glücklich da der Reimer war. Sie ritten durch den grünen Wald bei Vogelsang und Sonnenschein. So klangen hell die Glöckelein. Das war Florian Bösch, begleitet von Stephen Hopkins, dem neuen Studienleiter der Staatsoper, und gesungen hat er Tom der Reimer von Carl Loewe. Herr Bösch ist ja mit den prominentesten Orchestern, den prominentesten Dirigenten dieser Welt ständig im Einsatz an großen Opernhäusern. Er lebt in Wien, er hat eine Professur in Wien, aber hier hat er noch nie gesungen. Das war jetzt gerade sein Debüt. Über die Wahl dieser Ballade, über das Debüt, über vieles andere spreche ich anschließend noch mit ihm. Aber jetzt will ich Sie begrüßen zur ersten Matinee dieser Saison, zur ersten Premiere dieser Saison. Die Produktion heißt Von der Liebe Tod, und darüber ist viel zu sagen, aber heute nicht von mir, sondern von den gestaltenden Künstlerinnen und Künstlern. Die sind ausnahmslos alle hier heute da für Sie. Ich will nur kurz in ein paar Minuten, wenn Sie mir gestatten, sozusagen die Bühne bereiten. Wir bringen am 29. September ein Bühnenwerk von Gustav Mahler zur Aufführung. Und die zentrale Frage dazu muss natürlich lauten, in ihrer klassischen Wiener Formulierung, ja, dürfen es denn das? Copyright, wenn ich mich richtig erinnere, Kaiser Ferdinand. Und die Frage ist völlig berechtigt, denn der Meister hat nun mal keine Oper hinterlassen. Trotz oder gerade wegen des Umstands, dass er große Teile seines viel zu kurzen Lebens, Mahler wurde ja nur 51, und seiner Gesundheit der Oper geopfert hatte, gewidmet hatte. Die 10 wichtigsten Jahre davon hier an diesem Institut, als Dirigent, als Regisseur, als Vordenker in Sachen einer neuen Theaterästhetik, als Direktor, als Organisator, als Gefolterter der damaligen bürokratischen Aufpasser der Oper. Und in diesem Herbst jährt sich zum 125. Mal sein Dienstantritt an der Wiener Hofoper. Was wissen wir? Das ist übrigens dieses Porträt, das bei mir im Büro hängen darf, von dem wir immer noch nicht wissen, wer es gemalt hat. Jetzt waren schon zahlreiche Experten da und schauen ratlos auf die Signatur. Also nach wie vor gilt die Bitte, wenn Sie Kunsthistoriker sind oder etwas Ähnliches, irgendwo im Internet stand neulich, was für eine abscheuliche Karikatur, wer hat das zu verantworten? Dann haben wir dann geschrieben, das wurde vor mehr als 100 Jahren zu Ehren des ehemaligen Direktors beauftragt. Na gut, aber also wir wären immer noch dankbar für sachdienliche Hinweise. Was wir wissen, ist, dass der junge Mahler zahlreiche Opernprojekte begonnen hat. Keines davon vollendet, manches davon absichtsvoll vernichtet. Man weiß erstaunlich wenig über diese Dinge, und alleine das ist ja ein Kulturkrimi, wenn Sie so wollen. So sah er übrigens damals aus. Er war 20 Jahre alt, als das Werk vollendet war, von dem wir heute sprechen wollen. Nämlich das klagende Lied, der Märchenstoff. Das klagende Lied war ursprünglich eben auch offensichtlich als Oper geplant. Geworden ist es ein Stück für den Konzertsaal. Also ganz klassisch, ein Vokalquartett, Sopran, Mezzo, Tenor, Bariton oder Bassbariton, 2 Knabenstimmen, ein großer Chor, und unter denen, auf die ist, wenn Sie so wollen, die Handlung dieses Märchens in der Partitur aufgeteilt. Und in unserer Produktion singen Sie das nicht nur, sondern Sie spielen das auch. Es ist ein Theaterabend. Dazu noch ein riesiger Apparat aus Orchester und Fernorchester, auch darüber reden wir gleich. Und der reife Mahler hat das dann als sein Opus 1, wenn Sie so wollen, anerkannt. Das ist der erste Teil unserer Produktion. Diesen Märchenstoff kannte Mahler von Kindheit an, das ist bezeugt. Verantwortlich dafür ist eine gewisse Frau Nanni, das war die Kinderfrau bei den Nachbarn in Iglau, im mährischen Ort Iglau, wo Mahler aufwuchs. Der Inhalt ist wohl bekannt, ich fasse ihn trotzdem kurz zusammen. Er ist in allen Märchensammlungen des 19. Jahrhunderts vertreten, zum Beispiel in den Gebrüdern Grimm. Er hat 3 Teile, fast so etwas wie, wenn Sie so wollen, 3 Akte. Nämlich zuerst das Waldmärchen. Eine stolze Königin lehnt alle Freier ab und besteht darauf, dass ihr gebracht wird eine besondere rote Blume aus dem tiefen Wald. Es ziehen verschiedene Menschen aus, um die zu suchen. Auch ein sehr ungleiches Brüderpaar. Sehr ungleich in Charakter und Temperament. Der eine Bruder findet sie, legt sich damit unvorsichtigerweise unter einem Baum schlafen. Der andere findet ihn, sieht die Blume, durchbohrt ihn mit einem Schwert und zieht mit der Blume davon, Richtung Hof. Der zweite Akt, es kommt ein fahrender Spielmann und findet nur noch ein Knöchlein. Er schnitzt daraus eine Flöte, und wenn man die spielt, erklingt eben das klagende Lied. Ach Spielmann, lieber Spielmann mein, das muss ich dir nun klagen, um ein schönfarbig Blümelein hat mich mein Bruder erschlagen. Im Walde bleicht mein junger Leib, mein Bruder freit ein wonnig Weib. Der dritte Akt heißt Hochzeitsstück. Mahler verzichtet da auf Realismus im zeitlichen Ablauf und er spielt eben bei Hof, wo die Königin Hochzeit feiern will, mit dem Bruder, der gemordet hat, der also König wird. Spielmann kommt dazu. Er spielt die Flöte, es erklingt das klagende Lied, der König entreißt sie ihm, spielt sie selbst, das Lied klagt ihn direkt an. Das Ende verrate ich Ihnen nicht, aber Sie wissen ja, für Happy End muss man ins Kino gehen. Da sieht es in der Oper ganz schlecht aus. Dieses Werk hat einen besonderen Stellenwert für Mahler. Es war eingereicht zum Beispiel für den Beethoven-Preis der Musikfreunde und vieles andere. Und er hat viel später mal gesagt, bemerkenswerter Satz, hätte das Werk damals reüssiert, Zitat, hätte ich mir dieses höllische Leben im Theater erspart. Aber er hat es sich nicht erspart. 1880 war, wie gesagt, das klagende Lied fertig. 1881 trat er seinen ersten Posten an in Laibach, am dortigen Theater. Und ein viel späterer Brief noch sagt über dieses Werk, Zitat, ich kann dir sagen, ich bin paff über dieses Werk, seitdem ich es wieder unter den Händen habe. Wenn ich bedenke, dass das ein 20- bis 21-jähriger Mensch geschrieben, kann ich es nicht begreifen. So eigenartig und gewaltig ist es. Das ist also der erste Teil unseres Abends. Und dazu als Nachspiel, unmittelbar anschließend, das hat zusammen ungefähr die Dimensionen einer Salome, die Kindertotenlieder. Die sind 1904 beendet worden in dieser Stadt. Da war er noch Direktor hier, er war es ja bis 1907. Ich glaube, man muss die Kindertotenlieder in Wien nicht vorstellen. Er hat 5 Gedichte genommen aus den, ich glaube, 428 insgesamt von Friedrich Rückert, in denen der Dichter sich wie manisch abgearbeitet hat an dem furchtbarsten Schmerz, den ein Mensch erleiden kann, nämlich den Tod des eigenen Kindes. Die vertonten Texte haben da, gehen daher auch von aller furchtbarster Trauer bis, glaube ich, darüber werden wir heute reden, zu sowas wie der Überwindung davon und einem versöhnten Blick auf die Zukunft. Der Philosoph Andreas Dorschel sagt zum Beispiel, Zitat, dies ist musikalisch das letzte Wort der Kindertotenlieder, dass der Tod zwar mächtig, stärker als er aber die Liebe ist. Was haben diese beiden Teile miteinander zu schaffen? Was ist die Aussage dieser Musik, dieses Märchens? Darüber wollen wir sprechen. Aber vorher hören Sie jetzt den Tenor in unserem Solistenquartett für das klagende Lied. Das ist ein Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, Daniel Jenz. Und er singt eines, der Mahler hat ja geliebt die Sammlung des Knaben Wunderhorn von Brentano und Arnim und hat davon viele Texte vertont, unter anderem, wer hat dies Liedlein erdacht? Daniel Jenz, begleitet von Stephen Hopkins. Macht Rampe gesund, ja. das schöne Liedlein erdacht. Es haben's 3 Gäns übers Wasser gebracht. 2 graue und eine weiße, 2 graue und eine weiße. Und wer das Liedlein nicht singen kann, dem wollen sie es pfeifen, ja. Daniel Jenz und Stephen Hopkins. Die Orchesterproben für die Produktion von der Liebe Tod laufen natürlich längst und wir haben einen kleinen Eindruck hier für Sie zusammengestellt. Vielen Dank. Bravi, bravi. Ihre Crescendo zum Sforzatissimo muss unschön sein. Ja, es muss wie Knochen, die zerbrechen sein, bitteschön. Wenn wir spielen, pa-pam, pa-da-bam, pam, pa-da-bam, das ist fast 16. Dann kriegen wir nicht das Tam-Tam-Ta-Ta-Tam-Tam. Ja, pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Etwas stolzer. Oh, weh, du Stolze. Das erste Mal ist kokett. Ein Pi, ein Pipa, ein Pi, ein Pipa. Ja. Ich denke mir gerade, Ihren Reaktionen, also wie man das hier auf der Bühne halt spürt, wir sollten das öfter, sollten wir sowas einfangen. Wenn Sie da gesehen haben in der Arbeit mit dem Staatsopernorchester, das war der Dirigent unserer Produktion und den bitte ich jetzt zu mir, Lorenzo Viotti. Das ist ja, als hättest du einen Fanclub mitgebracht. Also hier so in der... Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wir sitzen hier auf dem hochgefahrenen Orchestergraben der Staatsoper. Lorenzo, du bist aber schon in diesem Graben gesessen. Kannst du, in welcher Eigenschaft? Guten Morgen zuerst. Ja, also zuerst, ich war im Publikum in diesem Haus ganz oben als Student, in die Stehplätze vielleicht fast jeden Abend, weil ich wollte einfach so viele Oper wie möglich hören. Und dann saß ich ganz dort bei der Tür und ich habe einen Ansatz verpasst beim Triangelspielen. Die Sopranisten, ich werde das nie vergessen, Carignani hat dirigiert und es gibt diese Stelle, wo Mimi singt beim La Bohème und es gibt die Flöte und die Noten, damals für uns waren ganz alt und steht nur Stichnoten, Flöte, Trill und dann ti, badabam, pam, pam, bling. Und ich war so, und sie hat so toll gesungen und ich war so, boah, wo bin ich, es ist so ein Traum. Und ich höre die Flöte, ich sagte, ich glaube, ich soll spielen. Und ping, ich habe nicht gespielt und ich schaue den Dirigent und er schaut auf mich so, ich weiß was, okay. Das war deine große Chance. Es war meine erste Erfahrung an der Staatsoper. Du hast dann auch im Archiv ausgeholfen, also Stichwort Notenmaterial. Warum das eigentlich? Also ich habe eigentlich probiert, hier Dirigieren zu studieren, aber irgendwie mein Studium war in diesem Haus oder im Musikverein oder im Konzerthaus, weil ich wollte die Erfahrung als Musiker wirklich leben. Und in die Musikarchiv habe ich einen Deal gefunden hier. Ich wollte Strich, ich bin Schlagzeuger und Pianist und ich wollte Strich verstehen. Ich habe auch Bratschen ein bisschen studiert. Also Anweisungen in den Streicherstimmen, wie der Strich zu führen ist. Genau. Und ich könnte die Partitur von Karajan, Kleiber studieren, aber der Deal war, ich muss dann 7 Stunden lang die Strich kopieren. Und das war für mich die beste Lösung, weil ich war in einem Haus, ich habe einfach die ganze Partitur studiert und auch verstanden manchmal, wie in Wien, speziell mit dieses Orchester, die ganz speziell ist, wie man spielt Wagner, wie man spielt Strauss, wie man spielt Verdi oder Puccini. Und das hat mir in dieser Zeit ziemlich geholfen, einfach eine Ahnung von Klang zu haben. Aber du wurdest sozusagen in Naturalien bezahlt. Genau. Wer weiß, was auf uns zukommt, wenn man die Nachrichten liest. Vielleicht muss ich mir in diese Richtung diesen Winter auch bei anderen Positionen was überlegen. Die Rituale in der Oper, im Konzert sind uns ja einerseits selbstverständlich. Vor dem Orchester steht eine Dirigentin, ein Dirigent. Manchmal gelingt es zumindest mir, ich kippe da raus und denke mir, es ist eigentlich was Ungeheures, dass ein Mensch steht vor 80, 90, 100 virtuosen Musikern, die ihr Leben lang nichts getan haben, als zu studieren, dieses Instrument, die Musik, und muss ihnen trotz aller künstlerischen Kooperation dann doch, muss bestimmen und will auch bestimmen, ein Dirigenten. Wie ist das für dich? Wie näherst du dich dem? Ich glaube, dass das erste Mal, und das war für mich 2 Wochen her mit einem Orchester, ist das Schönste. Ich habe keinen Stress, aber wie du gerade gesagt hast, du weißt, du hast 100 Leute vor dir, die haben in meiner Situation mehr Erfahrung als ich, weil die sind sozusagen älter als ich. Aber wenn ich etwas akzeptiere, ich weiß, ich kann etwas bringen auf dem Tisch. Und das ist nicht, dass ich habe recht, aber man muss, also mindestens ich probiere immer die Balance zu finden zwischen, okay, ich höre zu, was die gerade spielen, und gleichzeitig ich organisiere in meinem Kopf die Probestruktur, wie können wir in 2 Stunden besser sein, klanglich, farblich, musikalisch und auch psychologisch, weil das ist immer ein Versuch. Es gibt keinen fixen Plan. Ich weiß nicht, ob Dienstag es wird funktioniert, aber ich werde mein Bestes probieren, dass wir am Schluss der Probe, dass jeder Musiker sagt, okay, wir haben eine weitere Stufe erreicht. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Du arbeitest ja, das hat man gesehen, mich hat das an Hanukkah so ein bisschen erinnert, so mit Assoziationen, mit Bildern. Oft geht es ja sehr mechanisch zu in Orchesterproben, leiser, lauter. Kommst du so besser ans Ziel? Hast du das immer schon so gemacht? Oder? Als Schlagzeuger im Orchester habe ich auch selbst erlebt, zuerst, dass so viele Dirigenten überhaupt nicht auf die Schlagzeugergruppe anschauen. Manche, als meine Erfahrung war, die sprechen für die Stimmführer, Konzertmeister, aber die Augen auch gehen nicht weiter als die erste Reihe. Und man fühlt sich sehr oft, also damals 10 Jahre her, vergessen sozusagen. Und auch zu vielmals habe ich gehört, zu leise, zu laut. Und das ist langweilig. Wenn man als Musiker hört, das ist zu schnell, das ist zu langsam, das ist nicht Musik. Was ist eine leise Stelle? Welche Piano sollen wir spielen? Welche Forte? Welcher Charakter hat dieses Pianissimo? Es kann tausende Möglichkeiten sein. Also ich probiere speziell beim so ein Stück, die sehr kompliziert ist, zuerst, okay, dazu organisieren, weil wenn wir nicht zusammen, wir müssen trotzdem zuerst zusammen sein. Aber dann, ich glaube, die Musiker müssen auch träumen, dass sie danach träumen können. Weil wenn die Musiker nicht glauben, auf was die spielen, wie können sie dann reisen mit uns? Und deshalb diese sozusagen Transfiguration von was steht und was haben wir im Kopf, im Herz und dann was spielen wir, das ist die Magie, die ich probiere, jede Probe. Und ja, man schafft das nie, jeden Tag, aber ich probiere die Imagination, okay, wie kann ich jetzt einfach die Musiker einfach träumen lassen. Reden wir vom klagenden Lied. Ich glaube ja, dass da für das Publikum eine ungeheure Entdeckung zu machen ist. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, meine Damen und Herren, aber das Stück ist de facto auch in Wien eigentlich unbekannt. Und es ist für mich schon im Opus 1 der ganze Mahler. Erzähl doch einfach mal, gehen wir davon aus, dass die Musik ist nicht bekannt, dieses Stücks. Erzähl mal von dieser Partitur. Oh, ich war schockiert. Auf eine sehr gute, in einer guten Art und Weise. Absolut. Es ist schade als Dirigent, speziell als junger Dirigent, dass wir manchmal immer anfangen mit späteren Stücken. Wir fangen zuerst mit 5. Beethoven, ohne die erste, ohne Haydn-Symphonie zuerst zu studieren. Und das ist genau das Gleiche wie Mahler. Ich habe angefangen mit Mahler 4 und dann Mahler 5, dann Mahler 6, die spätere Symphonie. Aber wie können wir diese Sprache verstehen? Und ich glaube, für Sie ist genau das Gleiche, ohne das Opus 1 einmal zu hören. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt schon alles drinnen. Die Faszination von der Militärmusik, die Klangfarbe und nicht die dynamische, das ist ganz wichtig, die Raumklangfarbe. Sie werden hören, es gibt zwei Orchester. Es gibt die Ironie, es gibt, was ich glaube, habe ich das gesagt in diesem Video, man muss riskieren Unschönheit. Und das ist glaube ich, das Schwierigste, weil... Mut zur Hässlichkeit. Genau, weil man lernt, schön zu spielen. Im Konservatorium ist es immer rund, schön, elegant. Bei Mahler, es tut mir leid, wenn 4 Oboe zusammenspielen, der gleiche Ton, es kann nicht schön sein. Und es muss auch nicht schön sein. Sonst Mahler würde schreiben, ein Oboe. Da waren ein paar Oboisten, sage ich. Es kam so ein, so ein Lufteinziehen auf der Seite. Aber es ist so. Oder Mahler 1, nehmen Sie die erste Symphonie von Mahler, 3. Satz. Er schreibt das für die Gruppe Kontrabass. Also 8 Kontrabassspieler, die unisono ein Solo spielen. Es kann nicht wie Celli. Es kann nicht schön sein. Und es ist auch gut. Also Unschönheit, diese unendliche Liebe für diesen celeste Moment. Und man hat das. Also Florian wird singen nach 5 Minuten eine der schönsten Melodien, die wir nie gehört haben. Und das ist plötzlich in der Mitte von Militärmusik, Populärmusik. Das ist auch unglaublich bei diesem Stück. Man muss riskieren, Biergartenmusik. Und sehr oft, die Leute singen sehr elegant. Und ich dachte, speziell in Wien, weiße Spritz, ein paar Bier und dann Lederhose. Und dann, das ist diese Musik. Mahler hat... Lederhose ist weiter westlich, bitte. Ja. Aber Sie müssen verstehen, als Französisch und Schweizer, für mich das war ein Schock hier, dass man in Heurigen auch manchmal endlich verstehen, wie ein Walzer geht, weil man trinkt ein bisschen zu viel Alkohol und dann, das ist ein bisschen ungerade. Aber das ist diese Musik. Es ist ungerade Musik. Es ist nicht Conservatorium Ne Papillon. Es ist genau umgekehrt. Ja. Er spielt mit dieser ganzen Ebene, Mahler. Und in dieser Partitur, deshalb habe ich schockiert, weil ich habe nichts verstanden zuerst. Wirklich, erster Satz, ich war, okay, 20 Jahre alt, unklar, ein bisschen komponiert in die Artikulation, Balance. Es gibt 2 Knaben in unserem Stück. 2 Knaben mit 100 Leuten im Orchester. Also von Balance ist ein großes Projekt für den Dirigent. Vom Orchester, es ist ein gigantischer Apparat und dann gibt es dieses riesige Fernorchester. Ja. Muss man, glaube ich, auch mal erklären. Ja, es ist genial. Es gibt eine unglaublich schöne Geschichte. Mahler war, also später, war mit Alma in der Nähe von Wien, so im Land. Und es gab so ein Fest. Und es gab eine kleine Militärmusik, es gab eine A Cappella-Choral, es gab auch eine sozusagen Marching Band. Und das war eine große Kakophonie, weil jeder hat gespielt andere Musik, andere Tonart, andere Musik. Und Alma hat gesagt, oh, das klingt schrecklich. Und Mahler hat gesagt, für mich, das ist Polyphonie. Und in diesem Stück haben wir genau dieses Moment. Es gibt eine Stelle, ich dachte wirklich, und manche Pianisten sind zu mir gekommen, ich glaube, es ist falsch, es ist ein falscher Tonart. Fehler in den Noten. Ich habe, nein, das Orchester, wir haben eine Melodie in C-Dur, die Kontrabässe spielen ein Pedal von F und das Fernorchester spielt in C-Dur. Mit anderem Rhythmus. Und man hat, boah, was ist das? Aber das ist so genial, dass Mahler spielt mit dem Klangräume. Und was die Orchester hinter der Bühne spielt, ist Kabarettmusik. Ist wirklich Kabarettmusik. Am Schluss im dritten Satz sehr schnell mit unglaublicher viel, also 4 Flöten, viel S-Klarinette, das ist das Piccolo-Klarinetten, Flügelhörner, nicht Trompeten, nicht Hörner, Flügelhörner, Pauken, Becken, es ist wirklich populär, generös, fast hysterische Musik mit Orchester, die wir spielen zusammen. Und das ist ein Wahnsinn, mit 20 Jahren alt. So selbstbewusst war der 20-jährige Mahler, dass er ein Orchester imaginiert hat. Er musste als weltberühmter Mann dann herumstreichen in der eigenen Partitur, um sie irgendwie zur Aufführung zu bringen. Die Ansprüche, die er da gestellt hat, 1880, waren fast größenwahnsinnig. Ja. Dann der zweite Teil des Abends, das Spätwerk der Kindertotenlieder. Mhm. Wie schließt das für dich an? Wie ist die musikalische Verbindung? Wie setzt das für dich? Wie würdest du erklären, diesen Übergang und was sich dann da für einen Raum musikalisch öffnet? Ich habe, also ehrlich gesagt, zuerst das nicht geglaubt. Ich habe das Risiko akzeptiert, aber bis ich in diesem Haus war, 3 Wochen her, und wie mit Calixto und mit Florian, Tanja und die anderen Sänger angefangen zu arbeiten, ich wusste überhaupt nicht, ob es wird funktioniert. Weil dieses Abend ist eine Kreation und das finde ich so genial, dass wir dieses Risiko nehmen. Das klangende Lied ist ein unglaubliches Chaos. Es ist riesig, es ist manchmal sehr intim, wie eine kindliche Stimme am Schluss. Das letzte Ton der Abend ist gesungen von einem Kind. Und dann, es gibt diese Guillotine-Akkord, wie in die 6. Symphonie, die alles zerbricht, eine Katastrophe. Und es ist so wichtig, die Ruhe bevor der erste Kindertotenlieder, weil bevor Florian beginnt zu singen, der erste Lied, man muss sich vorstellen, die Sonne geht auf, aber er hat nicht die gleiche Wärme und Farbe als normalerweise, weil in die Nacht davor der Kind gestorben ist. Und diese Niemandsland von Emotionen, von es gibt keine einzige Hoffnung mehr. Und es gibt ein Oboe, der probiert zu singen, ein Horn und eine Stimme. Und dieses, man ist total verloren. Und das ist so stark nach dieser großen Kakophonie, dass plötzlich die Kindertotenlieder ist eine ganz intime Orchestration auch. Sehr oft es ist nur Holzbläser, ein paar Streichen. Und das ist eine Kontinuität von dieser Reise, die plötzlich unglaublich natürlich ist. Und das, ich habe schon jetzt Goosebumps, weil es ist sehr schwer und ich verstehe, was Mahler geschrieben hat. Das ist unglaublich. Wenn er das fertig komponiert, er hat geschrieben, es tut mir so leid für die Welt, die wir dieses Stück einmal hören. Weil es tut mir leid, das ist nicht normal, dieses Stück. Man geht raus, das Leben ist anders. Und ja, in die Proben, das ist wirklich immer sehr, sehr speziell. Wie enden die Kindertotenlieder? Wie endet der Abend? Da gibt es ja Interpretationen, wie du weißt, Theorien, dass das letztlich eine Überwindung des Todes darstellt. Ich glaube, du bist da nicht so ganz einverstanden. Ich habe immer, in jedem Stück von Mahler, bis er seine Tochter verliert, ich habe immer geglaubt an diese Hoffnung von der Mutter Natur, die am Ende uns alle retten. Und das war für Mahler, auch wenn er das komponiert, er hat seine Tochter noch nicht verloren, auch noch keine eigenen Kinder gehabt. Man kann glauben am Schluss, wenn der Horn beginnt zu spielen, ein bisschen Hoffnung, es wird alles okay sein. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen Lächeln mit großen Tränen, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist schwierig, weil ich hab kein Kind. Und ich glaube, dass es muss das Schlimmste sein im Leben. Und wenn man verliert jemand, schon das Leben ist anders. aber wenn man verliert ein Kind, es kann nicht mehr normalerweise weitergehen. Es gibt etwas, die wird nicht mehr zurückkommen. Und bei diesem Stück, es ist wie ein Auf Wiedersehen auf das normale Leben. Wir gehen auf eine andere Ebene mit einer Hoffnung, die wahrscheinlich nie wieder da kommt. Vielleicht, wenn man selbst stirbt und man seine Kinder trifft. Ich weiß nicht. Dieselbe Frage muss ich anschließend auch Calixto Bieito stellen. Du beginnst ja, ich glaube, am Dienstag mit den Bühnenorchesterproben. Also wir nähern uns, das sind die Endproben. Wünsche weiterhin gutes Gelingen. Danke, dass du heute da warst. Vielen Dank. Danke. Danke. Meine Damen und Herren, wir sind es ja gewohnt, dass Mahler als weltweit bekannter, weltweit gefeierter Großmeister der Kunstmusik gilt. Das war, als er hier war und ein weltberühmter Mann war, als Dirigent, als Direktor dieses Hauses, das war nicht so. Seine Werke wurden zwar auch nach seinem Tod in Wien, auch an diesem Haus, gespielt. Hier sehen Sie ihn natürlich in der Schwindlodger. Und sie wurden immer wieder gespielt. So wurde das klagende Lied zum Beispiel sehr wohl in diesem Saal aufgeführt. Hier ist der Abendzettel. Herr Schalk hat dirigiert. Es wurde das, was man damals für aufführbar hielt, von seiner letzten unvollendet gebliebenen Symphonie, also der 10. aufgeführt. Aber es war doch eher der Kampf von Freunden, Wegbegleitern, Enthusiasten um die Durchsetzung Mahlers. Es war weit entfernt von der Wirkung, die er voller Selbstbewusstsein erwartete. Als ihm mal vorgeworfen wurde, ich weiß nicht mehr von wem, dass er sich nicht ausreichend kümmert um seinen Ruhm, meinte er, Zitat, muss man denn dabei sein beim Unsterblichwerden? Die, nämlich seine Werke war gemeint, die werden jetzt oder später schon selbst tun, was Not ist. Meine Zeit wird kommen, hat er gesagt. Es gibt eine wunderbare Biografie von Mahler, von Jens Malte Fischer, da gibt es ein ganzes Kapitel darüber. Das ist herrlich geschrieben, kann ich jedem Malerfreund nur empfehlen. Er kontrastiert ihn mit dem tantiemensüchtigen Streber Richard Strauss. Und Mahler soll über seinen verehrten Kollegen gesagt haben, zu Alma, nicht wahr, lieber zusammen das Brot der Armut essen und im Lichte wandeln, als sich so verlieren an das Gemeine. Wann wurde Mahler also zu Mahler? Ich glaube, es war zum 100. Geburtstag, also 1960, und es passierte durch den Triumphzug von etwas, das nur noch Menschen, die so alt sind wie ich, kennen, der Langspielplatte. Die hat für ihn sicher maßstabsetzend die Einspielung von Leonard Bernstein, des sehr jungen Leonard Bernstein mit New York Philharmonic, das wurde nicht in Wien gemacht, sondern in New York, aber auch der Klangraum, die Möglichkeiten der Manipulation des Klangraums, die das Studio eröffnet hat. Warum, wie kann das so lange gedauert haben? Eine stichhaltige Erklärung, meine Damen und Herren, ist ganz einfach der Antisemitismus. Die Schriften, also vor dem Zweiten Weltkrieg und noch nicht in der unter Nazi-Herrschaft, was über Mahler geschrieben wurde, auch in sozusagen renommierten Medien, ist absolut schockierend. Also die Scham verbietet es, das zu zitieren. Und nach dem Krieg ging es zum Teil, wenn auch in etwas gemilderter Wortwahl, vorsichtiger Wortwahl, durchaus vergleichbar weiter. Also auch auf diesem Gebiet gab es in Österreich da schon mehr Kontinuität, als man manchmal eingesteht. Es kam dann, mit dem Ruhm kommt auch immer die Komödie des Ruhms, die Trivialisierung. Das Adagietto aus der 5. Symphonie, beginnend im Visconti-Film Tod in Venedig bis hin zur Fernsehwerbung, um Jens Malte Fischer zu zitieren, die Monstranz der verkitschten Sentimentalität. Die Moderne des 20. Jahrhunderts hat sich nicht auf Mahler berufen. Der war ja suspekt, sozusagen als ein letzter Ausläufer vielleicht eher des 19. Jahrhunderts betrachtet. Die haben sich lieber berufen auf jemand ganz anderen, der faszinierenderweise fast exakt zur selben Zeit, in der die Musik entstanden ist, um die sich unsere Produktion dreht, auch eben in Wien begonnen hat oder seine ersten Schritte gemacht hat. Und das war Alban Berg. Der schrieb 1905, glaube ich, die 7 frühen Lieder. Aus denen hören Sie jetzt die Nachtigall, gesungen vom Sopran unseres Vokalquartetts, nämlich Vera-Lotte Böcker. Vera-Lotte Böcker, begleitet von Stephen Hopkins. Die szenischen Proben laufen natürlich auch seit Wochen und davon haben wir auch einen Eindruck für Sie eingefangen auf der Probebühne im Arsenal. Go, go, go down. Okay. Stand subito. Blab. Ah. I knew you were to do that. Yeah. This not flowers, maybe, but cables. He's a child. He's a child. No, you see, but you see she's dead. I change it. What she's doing now? Okay. You try for the effect. You just drink a bit of water. Do it. Show me just a bit. And now it's falling down for your mouth all the time. You're like this. Like this. Tac, tac, tac. Dropping. Yeah. That's all, you are a broken doll. Bring me a little bit of real earth. Go to a blooming shop nearby with the bike or whatever and bring something she can use it. Just they create a mural. Yeah, okay. I think it will be stronger there at the back. Okay, good. What you were doing now with your eyes. Und jetzt bitte ich das Regie-Team zu mir. Also die Bühnenbildnerin unserer Produktion, Rebecca Ringst, und den Regisseur Calixto Bieito. Calixto. Vielleicht umgekehrt. Calixto, das klagende Lied basiert auf einem Märchen. Und in einem Märchen gibt es die buchstäbliche Handlung und dann dahinter sowas, und die ist hier sehr simpel, sehr archaisch, hat unglaubliche Macht. Und dann gibt es dahinter andere Ebenen der Bedeutung. Was repräsentiert für dich dieses Märchen vom klagenden Lied? Of course, it's a tale, but if we are reading the history of the humanity, it's full of tales, legends, big stories. Adán and Eva probably is one of the fantastic tale who tried to say to us a lot of things. Es ist ein Märchen. Es ist, wenn wir in die Geschichte blicken, die Geschichte der Menschheit ist doch voller Geschichten, Legenden, Märchen. Denken wir doch nur an Adam und Eva, das ist doch eines der wundervollsten Märchen. Necesitamos los cuentos para nuestra existencia y para explicarnos a nosotros mismos. Wir brauchen die Märchen für unsere Existenz, um uns selbst erklären zu können. Este cuento es un cuento muy especial porque Mahler lo explica de una manera, bueno, es un cuento muy conocido, el hueso cantarín, que tiene diferentes formas y en cada tradición es diferente, algo diferente. Y Mahler lo explica con muchos diferentes niveles, incluso en el texto, el pasado, el presente, el futuro, lo va alterando y lo explica de una manera con muchísimos niveles musicales, desde lo casi grotesco a lo lírico, a lo poético. No sé si es porque él estaba en éxtasis en ese momento o en delirio, no sé por qué, pero está muy avanzado la manera que él va variando y va añadiendo niveles y cambiando niveles, bla, 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 explicando con diferentes voces. Ah, perdón, 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 perdón. No pasa nada. Perdón, perdón, perdón. Die Geschichte des singenden Knochens, die hat ja eine lange Tradition. Es gibt in den verschiedensten Formen. Und Mahler hat aber diese Geschichte auf eine ganz andere Ebene gebracht. Es gibt ganz viele verschiedene Ebenen. Es gibt die Vergangenheit, es gibt die Gegenwart, es gibt die Zukunft. Und in dem Text, den er geschrieben hat, wird das alles miteinander verwoben und eigentlich auf eine groteske, lyrische, poetische Art und Weise. Man kann jetzt sagen, ja, vielleicht war das, weil er in Ekstase war, im Delirium. Aber ich würde sagen, es war eine sehr weit entwickelte Form der Vermischung dieser Ebenen. Wir haben darüber gesprochen, Calixto, es gibt einen Computerwissenschaftler und Künstler, James Bridle, und der hat geschrieben das Buch The New Dark Age, also das neue, dunkle Zeitalter. Ein Zeitalter, so interpretiere ich das, in dem die überwältigende Kraft der digitalen Welt die reale Welt, unsere Gesellschaft verändert, vielleicht auch uns selbst verändert. Das klagende Lied spielt in so einer Welt und spielt dann diese Welt an. Wo ist für dich die Verbindung? Wie hast du, woher kam diese Inspiration und diese Verkopplung? El vínculo viene que los cuentos van cambiando con el tiempo. Yo considero que todo el arte es una reinterpretación y una vuelta a reinterpretar. Ahora me gustan mucho las exposiciones de arte, las comparativas. Me gusta mucho ver una exposición de pintura comparativa entre Picasso y El Greco. Y uno observa cómo Picasso adapta al Greco. Y eso es lo que el arte va haciendo continuamente durante siglos y siglos y siglos y se encuentran las mismas historias. Espera, la pregunta era final. Moment. Ja. Diese Verbindungen verändern sich mit der Zeit. Die Kunst ist doch eigentlich eine Neudeutung, eine immer wiederkehrende Deutung von verschiedenen Dingen. Mir gefallen sehr gut Ausstellungen, wo Künstler verglichen werden. Der Vergleich, zum Beispiel eine Ausstellung von Picasso und El Greco, wo man dann sieht, wie Picasso El Greco in seine Werke eingebunden hat. Und über Jahrhunderte wird doch immer wieder dieselbe Geschichte erzählt, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Aber jetzt habe ich eigentlich vergessen, wie war die Frage? No, die Frage no. Ich weiß die Frage. Vivimos en un mundo totalmente digital. Ya, yo no soy un especialista, me interesó el libro de New Dark Age. Hace mucho tiempo, leí el libro, hace 4 años o 5, y me acuerdo que una vez me preguntaron, cuando hice La vida sueño en Inglaterra, hace muchos años, que bueno, yo era muy joven, me preguntaron, ¿qué puede aportar el barroco, que es una cosa muy oscura, a una sociedad que ya sabemos todo? Desde ese tiempo hasta ahora sabemos tanto que vivimos en oscuridad. Tenemos acceso a tanto material que vivimos en oscuridad. Entonces... Oh. Wir leben ja in einer völlig digitalen Welt. Ich bin da jetzt wirklich kein Fachmann dafür, Aber mir hat dieses Buch New Dark Age, das ich so vor circa 4, 5 Jahren gelesen habe, wirklich sehr viel gegeben. Ich habe einmal bei einer Inszenierung von Das Leben ein Traum, da ist mir dieser Gedanke gekommen, dass wir eigentlich in dieser Finsternis leben, obwohl wir jetzt so viel wissen. Genau das ist es. Wir wissen jetzt zu viel und trotzdem leben wir in völliger Finsternis. ¿Por qué no crear un árbol? Donde estamos un árbol digital donde todos estamos agarrados. La historia funciona igual, la flauta existe igual, todo existe igual. ¿Por qué no crear esto para estos tiempos? ¿Por qué no explicarnos? ¿Por qué no explicar el cuento como a todos nos lo han explicado, pero las abuelas o las madres o los padres desde este punto de vista? Incluso en una exposición de Mondrian, pensé, viendo el árbol de Mondrian, el famoso árbol de Mondrian, que era muy parecido a lo que Rebecca había diseñado. Y explicar el cuento en este momento, hoy, tiene sentido desde este punto de vista. Ich habe mich dann gefragt, warum können wir nicht einfach einen Baum schaffen, einen digitalen Baum, um den sich alle sammeln? Es gab doch in der Geschichte schon immer, gab es eine Flöte, es hat sich doch immer wieder dasselbe wiederholt. Und deshalb habe ich mich gefragt, warum können wir nicht die Geschichte so erzählen? Die Geschichte, die von unseren Großeltern erzählt wurde, von unseren Eltern und einfach aus diesem Gesichtspunkt der Digitalität. Bei einer Ausstellung von Mondriani habe ich sein berühmtes Gemälde gesehen, diesen Baum. Und als Rebecca den Entwurf gemacht hat, habe ich gedacht, das erinnert mich sehr an diesen Baum von Mondriani. Deshalb geht es darum, diese Bedeutung in den heutigen Alltag zu bringen. Rebecca, das Zentrum deiner Bühne, dieses Entwurfs, man hat das angedeutet gesehen, das ist hier im Haus unendlich viel beeindruckender, ist dieser gigantische Baum aus Kabeln, aus Datenkabeln. Was ist das? Ist das Bedrohung? Ist das ein Mahnmal? Ist das einfach die Gegenwart, ein poetischer Ausdruck der Gegenwart? Was ist das für dich? Ja, ein poetischer Ausdruck der Gegenwart. Ich finde, das trifft es schon ganz gut. Als wir anfingen, uns mit der Sache zu beschäftigen, war irgendwie klar, wir wollen mit diesem Wald etwas machen. Das klagende Lied beginnt ja im Wald. Dort sollen die Geschwister die Blume suchen. Ja. Und wir wollten einen Wald erzählen, der aber heutig ist oder vielleicht sogar eher noch in der Zukunft, in der es eigentlich keine ursprüngliche Natur mehr gibt, sondern alles ist digitalisiert, alles ist in eine Symbiose getreten mit Technologie. Und deswegen haben wir dann diesen Baum entwickelt, der aus Kabeln besteht und mit Wurzeln runterkommt. Und gleichzeitig erinnert der Baum aber auch so ein bisschen an Yggdrasil, das ist in der nordischen Mythologie die Weltenesche, die das gesamte Universum eigentlich darstellt und verkörpert. Und ich glaube, dass der große Baum, der mit seiner Krone in den Himmel ragt und kragt, schon immer wie so ein besonderes Symbol gewesen ist für den Menschen. Und das haben wir irgendwie sehr intuitiv aufgenommen. Diese Gedanken dazu, die kamen erst später, aber dass dieser Baum eine wichtige Rolle spielt, war uns intuitiv irgendwie klar. Und was ich an diesem Baum so liebe, ist, dass er wirklich ein lebendiger Organismus auch ist auf unserer Bühne. Und ich habe gerade mit der Vera-Lotte, mit der Sängerin, nochmal drüber gesprochen. Sie meinte, sie würde eigentlich gerne hier was dazu sagen, wie sie mit dem Bühnenbild umgeht auf der Bühne, weil das für die Sänger auch eine bestimmt interessante Erfahrung auf jeden Fall ist. Dieser Baum lebt nämlich, der besteht aus diesen Wurzeln, die ja Kabel sind bei uns, und damit wird ganz intensiv gespielt auf der Bühne. Das heißt, die Sänger leben wirklich, beleben das Bühnenbild und leben mit dem Bühnenbild. Und das finde ich ganz spannend an diesem Abend. Calixto, das klagende Lied, der erste Teil des Abends, endet ja mit diesem Hochzeitsstück. Und das ist für mich in dieser Inszenierung, wenn man da zuschaut, das ist so der vollkommen entfesselte digitale Kapitalismus feiert sich selbst und kollabiert daneben. ist das, dann kommen die Kindertotenlieder, schließen an. Kannst du sprechen über diese, ist das für dich eine Vorahnung dessen, wohin wir steuern, wohin die Welt, wenn du so willst, hintaumelt? Ist es eine Warnung? Und welche Rolle spielen dann die Kindertotenlieder als Nachspiel, als Coda? Originariamente el cuento del hueso cantarín es un cuento sobre la codicia, la avaricia y las consecuencias de ello. Esto está en lo que estamos haciendo. Está una comunidad que da voces y explica el cuento de diferentes, como he dicho, diferentes niveles. Y al final del cuento, en la versión de los Grimm, hay dos niños muertos. En esta solo hay un niño muerto que entronca con todo lo que viene después, que son las canciones, los Kindertotenlied. Es el nexo y la pregunta, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro y a nuestros jóvenes? Y es una pregunta. Yo no soy una persona que entienda de política, no entiendo mucho, creo que casi nada, ni de economía, pero me pregunto qué va a quedar a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestras siguientes generaciones. Ursprünglich ging es darum, die Geschichte, dieses Märchen zu erzählen vom singenden Knochen. In diesem Märchen geht es um Habgier, um Böswilligkeit und auch, welche Konsequenzen diese haben. Und genau darum geht es doch. Wir versuchen, in diese Form, in diese Gemeinschaft, das Märchen auf verschiedenen Ebenen zu erzählen. In den Grimms Märchen ist es so, dass es im Endeffekt ja dann zwei tote Kinder gibt. Ein totes Kind ist doch dann die klare Verbindung und Überleitung zu Kindertotenlieder. Und da es eben diese Verbindung gibt, habe ich mir dann die Frage gestellt, was hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern? Was hinterlassen wir unserer Jugend? Ich verstehe nicht wirklich etwas von Politik, auch nicht von Wirtschaft, aber ich frage mich wirklich, was wird unseren Kindern bleiben, was wird unseren Enkeln bleiben, was wird den zukünftigen Generationen bleiben? Eine Frage, die ich euch stellen will, ich habe sie Lorenzo Viotti schon gestellt, zuerst an dich, Rebecca, vielleicht dann an Calixto. Wie enden die Kindertotenlieder, wie endet unser Abend? Ist das, gibt es die Möglichkeit einer Zukunft? Gibt es sowas wie, wenn auch einen resignierten Optimismus, einen abgeklärten, oder ist es die absolute Katastrophe und das Versinken in Trauer? Rebecca? Ich glaube nicht, dass wir da uns festlegen wollen oder ein klares, eindeutiges Bild erzeugen wollen, sondern wie Märchen prinzipiell soll das vielschichtig bleiben und offen bleiben für das, was die Zuschauer da erleben an dem Abend am Schluss. Also das steckt, glaube ich, vieles drin. Also die Angst natürlich vor der Katastrophe, aber vielleicht auch die Hoffnung, dass es immer weiter erzählt wird, dass diese Märchen immer weiter erzählt werden. Das ein großes, wichtiges Bild für uns ist, dass wir haben, die Kinder malen am Ende und die malen Märchensymbole an die Wände und das sind so wie Hieroglyphen, wie eigentlich die Höhlenmalereien. Sollten wir mal alle aussterben irgendwann, dann bleiben diese Höhlenmalereien übrig und erinnern die Außerirdischen, die dann auf die Erde kommen, daran, wer hier mal gelebt hat und was für Geschichten man sich erzählt hat. Para mí el final es totalmente abierto, tiene esperanza, porque si no me no me puedo levantar por las mañanas si no tengo esperanza. Soy pesimista, optimista. Y es como están Adán y Eva expulsados de un paraíso, pero ese paraíso se conserva con los cuentos, y los cuentos, y los cuentos. Y me acordaba de cuando fui un niño, porque fui un niño alguna vez, y la primera vez que vi las pinturas rupestres en las cuevas, los grandes bisontes, los ciervos, los caballos. Aquella noche no pude dormir. Für mich ist das Ende völlig offen. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, es gibt eigentlich für mich trotzdem noch die Hoffnung zum Schluss. Denn wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dann würde ich es ja gar nicht mehr schaffen, in der Früh aufzustehen. Also ich würde sagen, ich bin pessimistisch-optimistisch. Was das Paradies auszeichnet, ist es, dass es sehr viele Märchen enthält. Und als ich als Kind einmal Höhlenmalereien gesehen habe, ja, ich war auch einmal ein Kind, da habe ich die ganzen Bisons gesehen und Pferde und die ganzen Malereien dort. Und ich kann mich erinnern, ich konnte die ganze Nacht danach nicht schlafen. Si podemos dejar todas nuestras historias para el futuro, pues será una gran herencia para alguien. Y quizá provoque amor. Soy consciente que incluso las estrellas mueren, desaparecen. Y soy consciente de que también la Tierra puede, por razón de universo, va a desaparecer alguna vez. Espero no estar ya y no verlo. Was wir hinterlassen können für die Zukunft, das sind die vielen Geschichten. Das ist eigentlich das größte Vermächtnis, das wir hinterlassen können. Und in der Hoffnung dann, dass vielleicht diese Geschichten Liebe auslösen. Mir ist natürlich bewusst, dass auch Sterne sterben, dass Sterne verschwinden. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass dieser Planet verschwinden kann. Er ist Teil dieses Universums, aber ich hoffe, dann bin ich nicht mehr hier und ich muss das nicht sehen. Vielen Dank, Calixto. Vielen Dank, Rebecca. Wir hören jetzt eines der Kindertotenlieder. Und zwar die Nummer 2 der Kindertotenlieder. Nun sehe ich wohl, warum so dunkle Flammen, beginnt der Text. Es gibt eine schöne Stelle von Alma Mahler, die konnte nicht verstehen, dass ihr Gustav 1904, während die Kinder im Garten spielten, seine Kindertotenlieder komponierte. Und das Zitat geht so: Ich kann es wohl begreifen, dass man so furchtbare Texte komponiert, wenn man keine Kinder hat oder wenn man Kinder verloren hat. Ich kann es aber nicht verstehen, dass man den Tod von Kindern besingen kann, wenn man sie eine halbe Stunde vorher heiter und gesund geherzt und geküsst hat. Das Ehepaar Mahler hat die Tragödie dann auch ereilt. 1907 verloren sie eine Tochter. Und es gibt eben dieses Zitat von Gustav Mahler, wo er sagt, nach dieser Katastrophe hätte er die Kindertotenlieder nicht mehr schreiben können. Sie hören jetzt die Nummer 2, gesungen von Tanja Ariane Baumgartner, der vierten Solistin in unserem Quartett für das klagende Lied. Tanja Ariane Baumgartner und Stephen Hopkins. Und nun bitte ich zum Abschluss nochmal Florian Bösch zu mir auf die Bühne. Florian, du hast am Anfang diese Ballade gesungen von Carl Loewe. Ich weiß, das ist nicht absichtslos erfolgt. Was ist die Verbindung zu der Musik, über die wir hier heute eigentlich reden, zum Mahler? Das Gedicht vom Theodor Fontane, die Loewe-Ballade, ist insofern so interessant, weil es das Märchen dechiffriert. Wir verwenden, alle unsere Töchter haben irgendwann die sogenannte Prinzessinnenphase, nicht? Wo sie im Fasching als Prinzessin gehen und als Ritter, also das alles da. Der Fontane schreibt eine Geschichte, wo sich zwei Menschen begegnen und flirten und sie verwenden Märchenkategorien. Ja? Und er sagt, du bist die Himmelskönigin. Sagt, nein, aber ja, vielleicht auch so... Prinzessin. Ja. Also es ist die totale Umkehr von dem, was Märchen ist, aber es zeigt, dass schon im 19. Jahrhundert all diese Märchenfiguren und diese Geschichten in unser Leben, in unseren Darstellungen und unserem auch Miteinander immer einen Platz gefunden haben. Das finde ich sehr lustig. Diese Ballade war auch, also die ersten Töne vor Publikum in diesem Saal von dir. Ich habe ja, und du machst jetzt mit bei einem, sagen wir mal, nicht bei einem konventionellen Projekt. Ich habe dich auch eingeladen zu ganz klassischen, mir fielen da viele Rollen ein, die du hier singen solltest. Du hast es durchaus noch höflich, freundlich lächelnd, aber sehr bestimmt alles abgelehnt. Du hast eine andere Auffassung des Sängerberufs. Du bist nicht buchbar. Ich will damit nicht sagen, dass andere Sängerinnen und Sänger buchbar sind. Ich muss jetzt sehr aufpassen. Der Maler als unerbittlicher Streiter für Qualität, für Kompromisslosigkeit, lässt sich der Beruf wirklich so leben oder ist dann doch alles, ist auch viel Pragmatismus vonnöten in so einem Sängerleben? Ich bin kein klassischer Opernsänger. Das macht den großen Unterschied. Ich lebe nicht, ich ernähre meine Kinder nicht von Oper, sondern von Konzertsingen und von Liederabenden. Das heißt für mich ist, Leute glauben oft, ich mag Opern nicht so gern, weil ich so wenig mache, ich nehme es lächerlich ernst. Mir ist das wahnsinnig wichtig. Ich kann es nicht ernst nehmen. Das ist mein Problem mit der Oper. Das kann einem im Weg stehen. Nein, aber das ist der wirkliche Grund. Ich kann nicht mit zwei Proben in eine Produktion einsteigen und finden, dass das dem gerecht wird. Das funktioniert für mich nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, ich singe jetzt eine Serie von Figaros hier oder dort, weil es macht mich wahnsinnig. Ja. Ja. Und dann kann ich das auch nicht im Opernhaus lassen, sondern nehme es mit nach Hause und das mag dann meine Frau nicht so gern. Ja, also wie ich in Wien einen Wotzig zugesagt hat und bin rausgekommen und gesagt, du, Sie machen meinen Wotzig, ich mache Wotzig in Wien, hat meine Frau gesagt, ja super, ich freue mich so, wo wirst du wohnen? Ja, weil ich es nicht, also das kostet mich was und ich nehme es mit und das ist alles, also ich nehme das so blödsinnig ernst, und aber das ist auch nicht, weil ich es, das ist keine Bewertungskategorie, das ist eine Realitätskategorie, das ist für mich so. Ja. Deswegen mag ich wahnsinnig gern spannende Projekte, wo ich das Gefühl habe, das spricht mich an und da bin ich auch richtig angesprochen. Also wie du mich angerufen hast und gesagt hast, das ist jetzt die Idee, habe ich mich ertappt gefühlt. Ich habe gesagt, jetzt hast du verstanden, das ist ein richtiger Anruf, weil damit habe ich was zu tun und da kann ich vielleicht oder vielleicht auch nicht was dazu tun, was einen Sinn hat. Du warst ja noch im Sommer, wir haben jetzt ein Kindertotenlied gehört, du warst noch im Sommer, das weiß ich, warst du dir unklar darüber, was dieses Werk, du bist Vater, ich bin es auch, was das mit dir anstellt, im Sinne einer Herausforderung, einer Überforderung. Jetzt, 10 Tage vor der Premiere, wie geht es dir damit? Totale Überforderung. Okay. Ja. Aber es ist, und das sage ich ohne Koketterie, es ist eine geplante Überforderung. Das war mir ganz klar. Ich habe die Kindertotenlieder, ich bin in vielleicht sogar erster Linie in meiner Selbstwahrnehmung, bin ich Liedsänger. Und das ist ein ganz großes Werk. Wie du richtig gesagt hast, muss man niemandem erklären, das sind die Kindertotenlieder. Ich habe sie in meinem ganzen Leben nie gesungen. Ich habe das vor mir hergeschoben oder weggeschoben oder wie man gesagt, das mache ich nicht. Das bringe ich nicht zusammen. Das hat was damit zu tun, wie man als Sänger seine Arbeit versteht. Das ist eine Frage des Temperamentes. Es entspricht meinem Temperament, aus Identifikation zu singen. Von dem zu versuchen, das zu singen, womit ich mich identifizieren kann, was ich fühle, wer ich bin. Ich kann nichts anderes. Es gibt andere, die machen was ganz anderes. Und das ist keine Wertung. Es gibt Leute, die sympathisch referieren über, ich nenne das manchmal kokett so, ja, mein Freund hat ein Problem. Ja? Das ist total legitim und das gibt es seit immer. Ich kann das nur nicht. Das heißt, meinem Temperament entspricht es, aus mir zu singen, von mir zu erzählen. Und auf einem Konzertpodium, in einem Konzertsaal, den Gedanken ernsthaft in mich hineinzulassen, dass, ich kann es kaum sagen, ja, dass meiner Tochter was passiert, das kann ich nicht machen, das schaffe ich nicht. Das ist der falsche Rahmen. Der musiktheatralische Rahmen, den du mir angeboten hast, mich damit auseinanderzusetzen, mich darauf vielleicht einzulassen, der gibt ihm eine andere Möglichkeit, weil ich ganz andere Sachen darf. Und das, was man darf im Musiktheater, ist das, was man in einem Team mit einem Regisseur, mit einem Dirigenten ausmacht. Du sagst, wir dürfen dieses, wir dürfen jenes. Ja. Das hat nicht formale Limes, an denen ich mich halten muss und da versuchen wir das. Und da schauen wir, wie wir durchkommen. Man befragt ja, das ist so eine gängige Redensart, ein Werk, zum Beispiel am Theater, aber letztlich erfährt man ja etwas über sich selbst. Man könnte sogar sagen, das ist der Endzweck aller Kunst. Kannst du schon was artikulieren, was dir die Auseinandersetzung mit diesen beiden Werken, mit dieser Kombination, was dir die gebracht hat? Ja, also das, was für mich sich in dieser Arbeit eröffnet hat, weit zusätzlich zu dem, wie ich darüber nachgedacht habe oder wie ich es gesehen habe, ist, dass es eine Öffnung ist, die nicht davon handelt, ein Vater verliert ein Kind oder mehrere Kinder und es ist ein privates, persönliches Lamento. Das, was der Calixto an Konzept entwickelt hat und was wir hier versuchen, da geht es um Menschheit. Das ist eine unglaublich große Idee. Das Lamento, der Trauergesang, der Verzweiflungsgesang, den teilweise ich geteilt mit der Frau Baumgartner singe, geht an alle was an. Ich bin genauso angesprochen als Kind wie als Vater, als jeder von uns. Wir beweinen die Welt. Wir beweinen nicht mehr das individuelle kleine Schicksal, sondern wir beweinen das Ganze und das Große. Und das hat etwas mit der Märchenerzählung zu tun, die dann übergeht in diese ehemalig gedachte Privaterzählung, wie du schon gesagt hast, Rückert in seinen 428 Gedichten und dann der Mahler in seinen 5 und so weiter und so fort. Es geht ums Ganze. Es geht darum, dass wir die Welt anschauen in ihrem Zustand im Moment und dass wir das, was an der Welt krankt und stirbt, dramatisch beweinen. Und diese Vergrößerung ist einerseits eine Relativierung, wenn man es aus der totalen Subjektive herausnimmt, und das ist ein interessanter Prozess, und es ist aber auch damit eine Ansprache an alle und sich selbst. Und das ist für mich ein ganz spannender Prozess. Du wirst großzügigerweise, falls du dich bereit erklärt, nochmal für uns zu singen. Bevor wir dazu kommen, eine letzte Frage. Wer bist du in diesem Malerabend von der Liebe Tod? Ist das eine beschreibbare Figur? Nein. Nein. Ich glaube ganz klar nein. Es ist in Wirklichkeit beim Klagenlied von Mahler schon so, dass Zeitlinien gebrochen sind und dass Gleichzeitigen sind und Austauschbarkeiten sind. Wir sind Erzähler und Teilnehmer, wir alle. Wir sind Facetten unserer selbst, so wie wir als selbst Facetten der Gesellschaft sind. Und zum Schluss bin ich eben nicht nur der individuelle Vater, der ein Kind beklagt, sondern der Aspekt unserer Humanität, der krank ist und weint. Dazu passt sehr gut, was du gewählt hast zum Schluss, nämlich von Gerald Finzi. Hierzulande kann man, glaube ich, risikolos sagen, also nicht für Professoren des Liedgesangs, aber de facto unbekannt. Und das Lied heißt Fear No More, the Heat of the Sun, also fürchte nicht mehr die Hitze der Sonne. Da geht es um, das kann man nicht sonniger sagen, um die große Befreiung des Todes, die im Tod liegt. Die Zeile, die ich mir hier rausgesucht habe, war Golden Lads and Girls all must, as chimney sweepers come to dust. Warum hast du das für heute gewählt? Warum habe ich das gewählt? Es ist ein Märchenabend und ich glaube, dass das klagende Lied als Märchen im Zentrum steht, auch als Idee, wie wir damit umgehen. Die Märchen handeln ganz viele von fürchte dich vor, ja, hüte dich vor, habe Angst vor, der große böse Wolf, die böse Königin und so weiter. Und dann kommt der Shakespeare, weil der Text ist von William Shakespeare, in einer Zeit, wo Grimms Märchen und Märchenentwicklungen gang und gäbe waren, und sagt, Fear no more. Und also es ist das Ende von allem. Nachdem wir die Märchen gelernt und gelebt haben, kommt der Moment, wo er sagt, und jetzt fürchte dich nicht mehr. Und die letzte, die quasi Coda dieses Liedes, heißt, da zitiert er sie alle noch einmal. No exerciser harm thee, nor no witchcraft charm thee, ghost unlaid forbear thee, nothing ill come near thee, quiet consummation have, and renowned be thy grave. Das ist das Ende vom Märchen, da fürchten wir uns nicht mehr. Sie hören jetzt Florian Bösch und Stephen Hopkins. Golden lads and girls Exercise am thee, nor no witchcraft charm thee. Ghost unlaid forbear thee, nothing Florian Bösch, begleitet von Stephen Hopkins. Ich glaube, nach dem, was wir gehört haben, verstehen Sie gut, dass ich unbedingt wollte, dass Herr Bösch auch einen Liederabend an der Staatsoper singt. Und das wird er am 1. Dezember in diesem Saal auch tun. Das war unsere Einführungsmatinee zum Malerabend, den wir genannt haben, Von der Liebe Tod. Am 29. September, ist ein Donnerstag, haben wir Premiere. Es gibt weitere Vorstellungen in den Oktober hinein. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei einer davon hier begrüßen zu können. Danke fürs Kommen. Haben Sie einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.